Seid gegrüßt zur 20. Folge von Bosetti will predigen. Nach langer Abstinenz bzw. langer Zeit des Nichtreagierens auf Sarah Bosetti hat sie auf ihrem Kanal wieder einige Auftritte hochgeladen, auf die wir jetzt zusammen reagieren werden. Ich habe mir das gruseligste Video, Luisa Neubauer und Lisa Paus im Talk, also zwei der schlimmsten grünen Berufshetzer, bei einer der schlimmsten Berufshetzerinnen des Öffentlich-Rechtlichen zu Gast. Also den habe ich mir gleich mal rausgesucht, damit wir da jetzt zusammen drauf reagieren und uns anschauen, was Bosetti hier zu predigen hat. Ich freue mich sehr, wir sind ein bisschen Farbkonzept heute, ja, ne? Und dann noch in diesem Studio. Ganz unangenehm. Ja, schön. Ihr Ministerium unterstützt unter dem Namen Demokratie leben Projekte, die Demokratie fördern. Was? So, das, ihr müsst wissen, ich schaue mir sowas nicht vorher an. Also ich habe bessere Sachen zu tun, als mit Sarah Bosetti in meiner Freizeit anzusehen. Das ist eine Frage. Also da, ihr deutet sich eine kritische Frage an. Also dass unter dem Label Demokratie leben werden Projekte finanziert, die dafür da sind, die Opposition zu diffamieren. Beispielsweise werden die sozialdemokratischen Nachdenkseiten als systemoppositionelles Gegenmedium diffamiert und als verschwörungstheoretisch oder verschwörungsideologisch beschimpft. Wie läuft's denn so? Haben die Leute noch Lust auf Demokratie? Ja, definitiv. Also ich hatte gerade gesagt, jetzt deutet sich eine kritische Frage an. Die Hoffnung hat Bosetti innerhalb von 7 Sekunden fast wieder zunichte gemacht. Also das ist wirklich eine Leistung. Das ist schon nach wie vor so. Es ist leider so, dass die dagegen sind, dass die im Moment sehr, sehr laut geworden sind, dass es auch zugenommen hat. Ja, die dagegen sind, beispielsweise die Grünen. Und dass die unsere Demokratie sozusagen wollen, unterstützen, ne? Die klare, breite Mitte, dass die momentan auch ein bisschen erschöpft ist und leise ist, aber sie ist da. Okay, ja, ich bin total beruhigt, weil ich hatte das Gefühl, es gibt so ein bisschen Weltuntergangsstimmung, auch was die Demokratie angeht, ne? Also es ist ja nun durchaus so, dass zum Beispiel die AfD wahnsinnig hohe Umfragewerte hat und auch, dass ich das Gefühl habe, die Leute haben nicht so wahnsinnig viel Lust, sich mit der Demokratie auseinanderzusetzen. Ich könnte mich hier hinsetzen und Parteienkritik. Gott, sie spricht ein Projekt an, das dafür, also eine Reihe von Projekten, die dafür gedacht ist, Oppositionelle zu diffamieren. Also Demokratie leben gibt es ja auch beispielsweise einen Narrativcheck, also so ein Metaprojekt, was bei allen anderen Projekten darüber wachen soll, dass sie auch stramm im transatlantischen Meinungskorridor bleiben. Da hatte ich auf meinem Zweitkanal auch ein Video zu, ist glaube ich sogar oben angepinnt, damit sich jeder anschauen kann. Also sie spricht hier wirklich etwas an, was buchstäblich gegen die demokratische Substanz unseres Landes geht. Sie spricht hier Projekte an, die von der Regierung finanziert werden, um die Opposition zu diffamieren und zu diskreditieren. Und ja, jetzt wechselt sie einfach so das Thema, als wäre nichts gewesen. Also jetzt wirklich, also okay, das brauche ich jetzt glaube ich nicht mal fragen. Sieht sie das nicht oder macht sie hier absichtlich so eine dumme Propaganda? Also dass es bei so etwas wie Demokratie leben offensichtlich um die Zerstörung unserer Demokratie geht, das sollte doch eigentlich jedem klar sein. Äußern. Unser Thema ist Klimaschutz heute. Ich könnte auch die Frage stellen, ob sogar die Grünen nicht, ob sie mehr sind als das kleinste Übel, was Klimaschutz angeht. Aber ehrlich gesagt interessiert mich das heute gar nicht. Ich bin nicht hier, um Parteienkritik zu äußern, sondern um WählerInnenkritik zu äußern. Wie erklären Sie sich denn, dass Menschen Parteien wählen und immer wieder... Es sei euch für die Abos gedankt. ...wählen, die Lebensgrundlagen ihrer Kinder zerstören und zerstören lassen? Ja, es ist auch schwierig, jetzt von einer Politikerin zu verlangen, dass sie Wählerinnen-Bashing macht. Das ist jetzt auch nicht die beste Methode, mit dem Wähler umzugehen. Das muss ja kein Bashing sein, aber wenn man den Wähler und die Wählerin ernst nimmt, dann kann man sie doch kritisieren. Alles andere ist entmündigend. Es gibt viele Leute, die in Deutschland auch engagiert sind. Aber wie Sie es eben schon gesagt haben, Demokratie ist schon voraussetzungsvoll. Und da muss man sich schon auch einbringen. Da kann man sich nicht einfach privatisieren und zurückziehen. Und ich finde es auch nicht so toll, dass... Ja, das Problem ist nur, dass Leute, die sich einbringen, von Projekten, die von der Bundesregierung unter dem Label Demokratie leben finanziert werden und die vom grünen Think Tank gerne durchgeführt werden, dann Leute, die sich einbringen, als systemoppositionelle Gegenmedien diffamieren und nachzuweisen, dass sie irgendwie querfrontideologische Ansinnen mit irgendwelchen Rechtsradikalen hätten.
Wenn man mal fragt, sozusagen, wer guckt denn heute auf die Tagesschau, wer informiert sich täglich mit entsprechenden Nachrichten, das ist da deutlich zurückgegangen. Viele informieren sich eben tatsächlich nur in ihrer privaten Blase oder eben auch mit anderen Informationen. Dann macht es natürlich für eine Demokratie nicht so ganz einfach, die Menschen zu erreichen. Und deswegen gibt es eben solche Programme wie die, die ich da zu verantworten habe. Und die versuchen eben, direkt zu den Leuten hinzugehen und tatsächlich bei denen lebenspraktisch anzufangen. Weil eine ganze Menge von dem Frust gegenüber der Politik hat ja auch damit zu tun, dass sie sagen, ja, lebenspraktisch, das stimmt. Also das Projekt Narrativcheck, was so alle Projekte, auch die, die in Schulen stattfinden, auf Linie bringen soll, das wird junge Kinder hin zu einer regierungsfreundlichen Haltung indoktrinieren. Jedenfalls wird das da versucht. Also ja, man fängt die Leute schon lebensnah ab, um sie mit antidemokratischer Agitation abzugreifen. Ihr wollt immer, dass wir uns mit eurem Zeug da beschäftigen, aber ihr kümmert euch ja gar nicht um mich. Ihr seid ja gar nicht, was mich jeden Tag umtreibt, das seht ihr nicht und darum kümmert ihr euch nicht. Und da ist ja auch was dran. Und deswegen ist es eben so, dass ich zum Beispiel Projekte mache, die in Nachbarschaftszentren gehen, die in Schulen gehen, ja, wo vor Ort eben über sozusagen Hilfe. Also wer das jetzt nicht als Kriegserklärung an die Demokratie aufgefasst hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Schön niedrigschwellig mit den Leuten gesprochen wird. Das ist ja toll, solche Projekte zu machen. Ich muss mal kurz einhaken, ja. Weil dieser Bullshit-Count tatsächlich was macht. Der ist eben mal so auf eine solide 40 gestiegen. Das war schon was. Ich kann jetzt nur Vermutungen anstellen, woran es liegt, aber vielleicht ein bisschen, dass es nicht so direkt eine Antwort auf die Frage war. Wir haben eine Wortmeldung aus dem Publikum, die würde ich sehr gerne reinholen. Hi. 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 Ich mache die Wortbildung allerdings tatsächlich. Was muss man getan haben, um Teil dieses Publikums zu sein? Also die meisten hier kennen wahrscheinlich nicht mal die liberale Moderne, würde ich denn jetzt sagen. Die kennen wahrscheinlich nicht mal die Projekte Narrativcheck oder Gegneranalyse. Also die wissen von all dem wahrscheinlich nichts. Also die wissen wahrscheinlich nicht, was hier unter dem Label Demokratieleben alles an Oppositionsbekämpfung läuft. Also gehe ich mal sehr wahrscheinlich drauf, ja, größte NPC-Schau. Das ist dann, keine Ahnung, muss man da, und für sowas wird dann geklatscht. Wie gesagt, wahrscheinlich, weil die Leute es nicht wissen. Also wirklich wahrscheinlich, weil es ihnen nicht klar ist. Tatsächlich nur, weil Sarah uns vor der Sendung ein Bier versprochen hat für denjenigen, der den ersten Beitrag Das hast du jetzt der Öffentlichkeit verraten, verdammt. Danke. Aber ich möchte dazu sagen, dass ich auch ehrlich gesagt habe, dass ich gar kein Bier habe. Ne? Also so ist nicht. Aber das habe ich leider nicht gehört. Ja, du musst jetzt trotzdem was bringen natürlich, ne? Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass ganz viel einfach in der Verdrängung von Menschen liegt. Ne? Also entweder es sind dann halt gerade andere Themen, die gerade wichtiger sind. Ne? Ganz klassisch hatten wir 2017 ja auch bei der sogenannten Geflüchtetenkrise. Dann ist es auch so, dass man das im Alltag einfach so gerne verdrängt. Also bei der sogenannten Geflüchtetenkrise. Ich spreche auch wirklich, gerne kann man jetzt zum Teil sagen, aber ich spreche zumindest häufig über Klimaschutz. Und viele Leute sagen mir dann einfach, nee, warum machst du dir denn überhaupt so ein schlechtes Gewissen? Also das ist jetzt doch nicht so schlimm, wo ich mir so denke, Freunde, wir haben keine Zeit mehr. Und das sind dann, also ich habe halt auch das Gefühl, dass es so ein teils ein Demografieproblem ist. Weil ich kann es ja auch verstehen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 70 wäre, vielleicht würde ich das dann nicht ganz so streng sehen. Das stimmt übrigens nicht. So, also ich bin ja in mein Haus gekommen, bin Ministerin geworden, ne? Letztes Jahr im April war das. Und dann habe ich natürlich ein ganz anderes Themen da gehabt. Und ich bin ja eben auch Seniorenministerin und dann habe ich eben auch die Senioren getroffen und habe genau ne, mit dieser These mich rangekommen. Ich sage, wie ist das denn mit der Forschung bei den älteren Leuten? Das ist doch bestimmt da ein Problem. Und nein, ist aber nicht so. Das ist sozusagen die nicht so unterwegs sind, dann sind eher die in der Mitte. Das sind eher die sozusagen zwischen 30, 40 und 60. Ja, so, wenn die 70, 80 sind, dann wissen die vielleicht noch nicht genau, wie ein klimaneutrales Haus genau aussieht, weil sie das noch nicht gesehen haben. So, aber die machen sich eben tatsächlich Sorgen um eure Zukunft. Die sind schon noch mal anders drauf und das steigt tatsächlich da wieder an. Also deswegen ist das nicht zufällig, dass es Omas for Future gibt und so, weil die dann wieder wirklich engagiert sind und für euch eine gute Zukunft haben wollen. Thema Verdrängung im Alltag ist natürlich ein guter Punkt. Es wird viel diskutiert über aktuellen Klimaprotest. Ich möchte heute vermeiden,
wie gesagt, jetzt große, neue, schlimme Namen dafür zu finden, ne, und was alles schrecklich am bestehenden Klimaprotest ist, sondern eher die Frage stellen, was man denn besser machen kann. Und wir haben genau das schon getan. Wir haben unsere Internet-Community gefragt, wie man denn auf das Problem Klimaschutz hinweisen und wirklich Aufmerksamkeit dafür generieren kann, ohne den Großteil der Gesellschaft gegen sich aufzubringen. Und das ist dabei rausgekommen. Das Klimaschutzkonzept der FDP ist nämlich ganz einfach. Wir machen Benzin und Gas immer teurer. Wir brauchen eine Klimademo, die so groß ist, dass sie nicht als abgetan werden kann, als ein paar Spinner. Ich meine zum Beispiel Taylor Swift, die hat irgendwie über 200 Millionen Follower auf Instagram. Und wenn solche Menschen mal anfangen würden, zu sagen, hey, das ist unser Planet, das ist unsere Erde, das ist unsere... Ja, und deswegen sollten wir die NATO auflösen und endlich abrüsten und globale Friedensgespräche führen. Wenn endlich Prominente anfangen würden, für meine Ideologie Werbung zu machen, Welt ein besserer Ort, das sehe ich exakt genauso. Ich mich nur zu 100% anschließen. Also es ist natürlich ein selten bescheuertes Statement zu sagen, liebe Prominente, die sich nie zu diesen Fragen geäußert haben oder keine Ahnung, inwieweit die sich geäußert hat, aber bitte macht mal Werbung für das, was ich ideologisch für richtig finde. Also wäre natürlich toll, wenn das ganz viele Prominente machen würden, aber du hast keinen Anspruch darauf, dass dir irgendwer, der mit diesem Thema nichts zu schaffen haben will, plötzlich irgendeine Unterstützung gibt. Unsere Zukunft, das ist alles, was wir haben. Ich glaube, dann wäre die Aufmerksamkeit viel größer, weil jeder Mensch hat Vorbilder. Jeder Mensch. Wow, Taylor Swift soll mal Werbung fürs BSW machen. Also. Hat irgendjemanden, zu dem er aufschaut. Protest statt Antitest. Klimahacks, Klimaumarmungen. Eine Pausentaste. Die Menschen, die es können und wollen, machen Pause, halten inne und denken darüber nach, wie wir eigentlich leben wollen. Wenn wir nicht an Straßen festkleben sollten. Ich habe keine Lust. Menschen für demokratische Teilhabe mobilisiert hat, als wir alle zusammen. Sie hat Fridays for Future in Deutschland groß gemacht. Macht einen großen Applaus für Luisa Neubauer. Hey, jetzt haben wir zwei grünen PolitikerInnen, mit denen wir Propaganda für die Grünen machen können. Das ist ja wunderbar. Wir haben gerade Vorschläge für einen neuen Klimaprotest gehört. Was sagst du an PolitikerInnen festkleben? Gute Idee, gute Protestform? Ich brauche relativ viel Platz im Bett, von daher. Wir hätten gerade eine da. Ach so, Gott, das hab ich so missverstanden. Der Buzzer funktioniert, der Bullshit-Buzzer, ist der da? Ich merke im Chat schon eine leichte Antipathie, wenn ich das richtig erblicke. Okay. Er war irgendwie da, okay. Guck mal, da ist er. Ich finde, guck mal, ja. Genau, Bullshit. Ich glaube, was wir brauchen Protest und ich glaube, wir müssen uns im Zweifel gar nicht einigen, was jetzt... Sorry, dass das jetzt mit dir generiert. Ich sag ja, ich merke im Chat so eine leichte Antipathie. Der beste aller Proteste ist. Ich glaube, solange wir uns einigen, dass es Protest braucht und wir so eine Art Großzügigkeit darin entwickeln, auszuprobieren, was geht, was man machen kann, sind wir okay. Ja, ich weiß nicht, ob es nicht zu einfach ist. Also die Frage, ob es Protest braucht oder nicht, die würde ich tatsächlich auch gar nicht stellen, weil ich die klar zu beantworten finde auch. Aber es ist ja nicht egal, wie man protestiert. Mhm. Und es gibt, glaube ich, momentan, kann man sagen, die zwei präsentesten Klimabewegungen in Deutschland sind nach wie vor Fridays for Future, einfach weil sie einmal so unglaublich groß geworden sind. Und die letzte Generation, weil sie seit Monaten sehr, sehr viel von sich reden macht. Und es gibt, wenn man Umfragen glauben darf, eine große Zustimmung nach wie vor in der Bevölkerung zu Klimaschutzmaßnahmen. Aber es gibt eine sehr, sehr große Abneigung in der Bevölkerung der letzten Generation gegenüber. Und die Frage ist... schon, ob es am Ende doch der Sache schadet oder ob es der Sache hilft. Fridays for Future international ist ja auch gerade in die Kritik geraten, nicht grundlos, aus guten Gründen tatsächlich. Du hast dich sehr, sehr klar distanziert von Greta Thunbergs Aussagen zum Nahostkonflikt.
So, also zum Beginn des exakt das gleiche gemacht wie zum Beginn des Ukraine-Krieges. Sie hat einfach ein Schild mit Stand with Palestine und beim Ukraine-Krieg halt Stand with Ukraine. Also sie hat wirklich exakt dasselbe gemacht. Sie hat sich, also Greta Thunberg ist mal konsistent geblieben. Ja, die aktuelle Kriegspropaganda, also wenn Israel da den Gazastreifen plattbombt und da über 20.000 Menschen ermordet, dann ist das legitime Selbstverteidigung, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, um eine weitere Ausweitung der NATO zu verhindern, dann ist das ein völkerrechtswidriger, brutaler, verbrecherischer, barbarischer Angriffskrieg, den man verurteilen muss. Ja, ja. Und so können Bewegungen natürlich, also es gibt ja ganz viele Leute, die unabhängig davon, wie sie jetzt selber zu weltpolitischen Geschehen und zum Antisemitismus und zum Nahostkonflikt stehen, die sich wahnsinnig gefreut haben darüber. Ne? Die irgendwie so gedacht haben, ja, das ja, ist doch super, dachten, jetzt sind wir die los, dann sind wir ja jetzt super. Durch damit. So, aha, ne? Nee. Genau. Und das ist, ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird, aber das ist ja nicht egal. Also was Bewegungen, die einmal eine große Aufmerksamkeit bekommen, mit dieser Aufmerksamkeit machen, da kann man, glaube ich, macht man es sich zu leicht, wenn man sagt, ja, macht halt irgendwas. Nee, so meine ich das nicht. Bewegungen müssen sehr ordentlich darüber nachdenken, was sie tun. Ich glaube, was in der Debatte um so Protestform übersehen wird, ist, dass es in meinen Augen nur sehr anteilig darauf ankommt, welchen Protest man ganz konkret macht. Und mindestens so entscheidend die Geschichte ist, die man darum erzählt. Ehrlicherweise, Klimazerstörung ist einfach wahnsinnig ästhetisch. Sieht alles schön aus, die guten Autos, die schnellen Filme, die tollen Klamotten, Fast Fashion, großes Fliegen, große Schiffe. Das ist ja alles erstmal so, da steckt ja ein ganz unglaubliches Versprechen dahinter. Und ich frage mich, was ist denn unser Angebot? Und wenn wir Protest machen und wenn wir Menschen mobilisieren, dann brauchen wir eben auch ein richtig verdammt gutes Angebot. Allgemeines Gespräch. Klima, was uns vorgelebt wird. Aber ich finde das zu einfach. Wir leben in einer Demokratie und bei aller Politikverdrossenheit, die zu herrschen scheint, kann man ja ruhig mal erwähnen, dass wir in einer wahnsinnig gut funktionierenden Demokratie auf vielen Ebenen leben. Das heißt, wir können die Leute abwählen. Wieso machen wir es nicht? Was ist deine Theorie? Wieso wählen wir die Leute nicht ab? Wieso wählen wir die Grünen nicht ab? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das finde ich auch witzig. Sie nennt sich zwei Grünen-Politiker. Beide, also deren Partei ja gerade in der Regierung ist. Und fragt die beiden, wieso die Regierung nicht abgewählt wird. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Super gute Frage. Ich fand den bayerischen Wahlkampf dafür total interessant. Da konnte man das ja, das war ja in diesen Bierzelten. Ich weiß nicht, ob die beiden das nicht checken, aber wieso wählen wir die nicht ab? Also, wieso wählen wir die Grünen nicht ab? Also. Viel hat der Stadt gefunden. Also, dass die beiden nicht auffällt, dass ihre Partei gerade in der Regierung ist, das finde ich schon lustig. Und das war wahnsinnig interessant zu sehen. Und da hat man gemerkt, dass ich wurde auch komplett abgeholt von Söder, weil ich das Gefühl im Bierzelt. Hatte, im Bierzelt, ja, also nicht, also übertragen in so eine nicht. Okay. Cringe. Nein. Morgen Bildschlagzeile. Nee, wir haben richtig gut gesehen, wie das politische Greenwashing mittlerweile funktioniert. Und wir haben festgestellt, wie schnell das ging. Es gab 2019 diesen Moment, da war das allen total unangenehm, dass sie mit dem Klima eigentlich noch nicht so viel anzufangen hatten, tatsächlich mit Ausnahme der Grünen, die natürlich da sich besser auskannten. Und da gab es irgendwie so ein Rumgewurschtel, da war man sich nicht sicher. Und dann mit der Europawahl, wo man gemerkt hat, das Klima hat gewonnen, alle anderen haben verloren, gab es wirklich einen Schalter, der war umgelegt und alle hatten Klimaprogramme. Ich glaube, eine der großen Lehren war, dass man wirklich weit kommen kann in der Politik mit grünen Überschriften. Und das heißt, wenn ich im Wahlkampfzelt stehen kann und den Leuten verspreche, ja, natürlich machen wir das mit dem Klima und es wird sich sonst überhaupt nichts verändern. Und die sind alle großartig und, um es in den Worten von einem Kandidaten dazu sagen, esst Schnitzel. So, dann warum würde ich das nicht wählen, wenn mir jemand erzählt, ich kann es alles haben, ich muss mich überhaupt nicht entscheiden. Da drüben gibt es diejenigen, die sagen, oh, du musst dich jetzt entscheiden zwischen Klima und anderen Sachen. Oder jemand kommt um die Ecke und sagt, nee Leute, das geht alles zusammen.
Das wäre das Erste. Politisches Greenwashing ist es real, es passiert überall. Ja, politisches Greenwashing, da habe ich ein sehr gutes Beispiel. Also Robert Habeck, der hat ja gesagt, er will Klimapolitik machen, er will, dass Deutschland umweltfreundlicher wird. Hat er kurz nach seinem Amtsantritt gemacht, Kohlekraftwerke wieder hochgefahren. Und das wesentlich das wesentlich klimaschonendere russische Gas, das hat er stattdessen aus der Energieversorgung rausgedrängt. Oder LNG-Terminals gebaut, also neue fossile Infrastruktur. Es gibt nicht klimapolitisch nichts Irrsinniges als relativ sauberes Pipeline-Gas durch sehr klimaschädliches LNG zu ersetzen. Und trotzdem macht die Bundesregierung das. Also die Grünen sind das beste Beispiel für dieses Greenwashing, was Neubauer hier gerade beschreibt. Ich glaube, wir gehen mal zum Ende, wo Paus wieder redet, denn ich hatte das Gruseligste, aber Neubauer, die ist ja wirklich schwer zu ertragen. Also dieses Arrogante von oben herab über die Wähler reden und dann nicht sehen, dass alle Kritikpunkte, die sie ja bringt und die teilweise gar nicht mal falsch sind, auf ihre eigene Partei noch 10-mal stärker zutreffen als auf die anderen, das ist dann schon seltsam. Ne, da dachte man, das kann man doch nicht machen und das ist der Untergang des Arbeiters. Nee. Also bei der Gutfrage war ich persönlich sogar noch live dabei. Ja, das ist auch intensiv diskutiert worden, aber hat eben nicht zu totalen Eruptionen der Gesellschaft geführt. Ich lebe im Land Berlin und da hatten wir eben eine Wahl. Da sind tatsächlich meine Partei aus der Regierung rausgeflogen, weil wir eben eine intensive Autodebatte hatten, dass eben die Außenbezirke in Berlin gesagt haben, wir lassen uns das Auto nicht wegnehmen, weil Grüne eben hier in Berlin durchgesetzt haben, dass es eben mehr Radwege gab, damit man eben auch sicher in der Stadt Radfahren kann. So von daher ist das schon etwas, was eben mehrheitsrelevant ist. Und deswegen sage ich, sind wir gut beraten, ne, eben für als in einer Demokratie eine Politik zu machen, die so ist, dass wir die Klimaziele halten können, weil wir überhaupt nichts davon haben, wenn die Welt irgendwie abbrennt. Ja, so. Aber gleichzeitig ist es schon wichtig, dass wir alle Leute mitnehmen. Und deswegen haben Sie ja eben auch darauf hingewiesen, Klima geht nicht ohne Sozial, genau. Aber Klima retten geht auch nicht ohne Mehrheiten. Und das ist jedenfalls etwas, was mir wichtig ist, dass wir es gemeinsam zusammen hinkriegen. Und deswegen müssen wir bessere Politik machen, aber die Leute auch denen ermöglichen, mitzumachen. Hilfe, 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 Hilfe. Das war die 20. Folge. Bosetti will predigen. Heute haben wir nicht so viel herausgearbeitet, sondern mehr oder weniger abgesehen von der also die haben wir ziemlich gut herausgearbeitet. Die Grünen reden von Demokratie, finanzieren aber Projekte, die gegen die demokratische Opposition gerichtet sind, gegen unabhängige Medien gerichtet sind. Sie reden von klimapolitischem Greenwashing, während sie es selber betreiben. Ich finde, das haben wir heute sehr, sehr gut herausgearbeitet. Also wir haben das getan, das hat nichts mit den Fragen von Sarah Bosetti zu tun, die so unkritisch waren, dass es wirklich eine Leistung ist, so etwas hinzukriegen. Also bei so einem Thema wie Demokratie leben, also diesen Fördertopf des Bundesfamilienministeriums, also wo wirklich massenweise Projekte, die gegen die politische Opposition, gegen freie Medien gerichtet sind, da keine kritische Frage zu stellen. Und wo es auch noch große Fragezeichen hinter der Finanzierung einiger Projekte gibt, wenn da so ein paar Seiten langes Paper veröffentlicht wird und das ein paar hunderttausend Euro kostet, dann fragt man sich schon, was mit dem Geld da gemacht wurde. Aber also wenn sich Fragen nach Korruption, nach Demokratiezersetzung und so weiter stellen würden, dann keine kritische Frage zu stellen, das ist tatsächlich eine Leistung im sehr negativen Sinne, die Sarah Bosetti hier vollbracht hat. Naja, dann sehen wir uns das nächste Mal in der nächsten Folge von Bosetti will predigen. Alle Folgen dieser Reihe Bosetti will predigen findet ihr in der Playlist Bosetti will predigen.